In diesem Video geht es um die Benennung von Stoffen, jetzt wenn wir mehrere funktionelle Gruppen haben. Und dazu haben wir jetzt mal folgende Beispiele. Wir sehen jetzt, wir haben überall mehrere funktionelle Gruppen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier einmal die funktionelle Gruppe eines Alkohols, dann hier die funktionelle Gruppe eines Ketons oder auch hier erste, zweite funktionelle Gruppe. Und dann ist es jetzt bei der Benennung etwas komplexer. Und jetzt erstmal vorab, also wir betrachten jetzt nur Carbonsäuren, Aldehyde, Ketone und Alkohole. Jetzt Alkane und Alkene betrachten wir jetzt hier nicht, habe ich auch schon im extra Video behandelt, verlinke ich mal eben hier. Und jetzt wichtig, wenn wir diese Stoffe betrachten, dann ist das jetzt die Priorität, heißt, je weiter wir nach rechts gehen, da haben wir eine abnehmende Priorität. Deswegen Beispiel, ich greife jetzt mal vor, wenn wir jetzt diesen Stoff betrachten, dann haben wir jetzt einmal hier die funktionelle Gruppe des Alkohols, also die Hydroxygruppe, und hier die funktionelle Gruppe des Ketons, hier mit der CO-Doppelbindung, also das ist jetzt die Carbonylgruppe. Und wir sehen, dadurch, dass wir dann zwei C-Atome darum haben, haben wir jetzt hier eine Ketogruppe. Und dann können wir jetzt sehen, dass jetzt hier die Ketone vor den Alkohol stehen, heißt, der gesamte Stoff wäre jetzt ein Keton. Heißt dann dementsprechend, das On wäre jetzt hier das Suffix und dann die funktionelle Gruppe, hier die Hydroxygruppe, wäre dann jetzt hier mit Hydroxy als Präfix. Und dann, wenn wir das jetzt mal konkret benennen wollen, dann erstmal funktionelle Gruppen bestimmt, kann man am besten jetzt markieren, eben OH und dann hier die funktionelle Gruppe, die Carbonylgruppe. Wie gesagt, Ketonen, weil die Ketogruppe vor der OH-Gruppe steht. Und dann zählen wir jetzt hier die Anzahl der C-Atome. Wir haben jetzt vier C-Atome, deswegen wird das Ganze jetzt ein Butanon. Und dann, noch wichtig, wir müssen jetzt die Kette nummerieren. Und zwar beschriften wir jetzt hier die C-Kette von rechts nach links. Das ist dann der nächste Punkt, weil es gilt jetzt hier, wir haben ja gesagt, die Ketogruppe ist vorrangig und deswegen, wenn wir jetzt von rechts nach links nummerieren, dann sehen wir, die Ketogruppe steht an zweiter Stelle. Hätten wir dagegen von links nach rechts nummeriert, dann wäre die Ketogruppe an dritter Stelle. Und jetzt ist halt entscheidend, also vorrangige Ketogruppe ist jetzt, wenn wir von rechts nach links zählen, an näherer Stelle. Deswegen zählen wir eben von rechts nach links. Heißt, wir haben dann dementsprechend Butan-2-Onen, weil hier Ketogruppe an zweiter Stelle. Und dann müssen wir jetzt eben hier das Hydroxy als Präfix angeben. Und dann wird das 3-Hydroxy-Butan-2-Onen, jetzt 3 noch, weil eben die Hydroxygruppe an dritter Stelle steht. Das hier das Prinzip und das üben wir jetzt auch hier weiter. Jetzt das Beispiel. Wir haben jetzt hier einmal wieder die Carbonylgruppe, jetzt auch hier wieder als Ketogruppe. Dann hier haben wir die Funktionalgruppe eines Aldehydes, also hier Carbonylgruppe und dann noch mit dem H-Atom am C-Atom angehängt. Und dann sehen wir, Aldehyd ist jetzt vor Keton, heißt, der ganze Stoff wäre jetzt ein Aldehyd und Aldehyde haben ja jetzt die Endung Al als Suffix. Und jetzt sehen wir, wir haben jetzt 5 C-Atome, also eine Kette mit 5 C-Atome, deswegen haben wir hier schon mal Pentanal. Und dann gilt wieder bei der Beschriftung der C-Kette, dadurch, dass jetzt hier die Gruppe des Aldehydes vorrangig ist, zählen wir jetzt von rechts nach links. Also dann hier 1, 2, 3, 4, 5, weil wieder Prinzip hätten wir jetzt von links nach rechts gezählt. Dann wäre jetzt hier die vorrangige funktionelle Gruppe an fünfter Stelle, aber wir nummerieren eben so, dass die halt näher rankommt. Also dann hier so nummeriert. Deswegen Pentanal und dann sehen wir hier, die Ketogruppe steht an vierter Stelle und dann mit dem Präfix dann Oxo genannt, also dann an vierter Stelle 4-Oxo-Pentanal. Dann nächstes Beispiel, jetzt sehen wir hier, wir haben jetzt als funktionelle Gruppe hier einmal die Carbonsäure, dann hier das Aldehyd und wir sehen, Carbonsäuren stehen jetzt vor Aldehyde, deswegen ist das Ganze jetzt eine Carbonsäure. Und dann mit zwei C-Atomen haben wir schon mal eine Ethansäure. Und jetzt zählen wir eben von links nach rechts, weil Carbonsäure, vorrangige Gruppe, wird halt dann so beschriftet, dass sie dann zuerst kommt. Und dann steht eben an zweiter Stelle hier die Funktionalgruppe des Aldehydes mit der COH-Gruppe. Also dann an zweiter Stelle 2-. Und dann für Aldehyde gilt auch der Präfix Oxo, also 2-Oxoethansäure. Dann jetzt noch zwei andere Beispiele. Wir sehen jetzt hier,
Wir haben als Funktionalgruppe einmal hier die Funktionalgruppe des Alkohols. Dann haben wir hier noch einmal links und rechts die Funktionalgruppen der Carbonsäure. Und dann, Carbonsäure ist vorrangig, also haben wir insgesamt eine Carbonsäure. Und ob wir jetzt von links nach rechts zählen, kann ich schon mal sagen, ist egal. Deswegen, wir haben schon mal hier eine Propansäure, weil Carbonsäure mit 3 Z-Atomen, Propansäure. Jetzt haben wir Propandisäure speziell, weil wir eben 2 Carboxygruppen haben. Deswegen Carbonsäure dann hier als Suffix und dann die OH-Gruppe ist dann hier die Hydroxygruppe als Präfix. Dann hier an zweiter Stelle, deswegen 2-Hydroxypropandisäure. Dann letztes Beispiel noch und jetzt sehen wir hier als Funktionalgruppen, wir haben jetzt einmal hier die OH-Gruppe. Also die Funktionalgruppe eines Alkohols. Dann haben wir jetzt noch hier die Funktionalgruppe eines Aldehydes. Und dann gilt ja, dass jetzt Aldehyd vor Alkohol kommt. Heißt, das Ganze ist jetzt ein Aldehyd. Dann mit der Endung Al. Jetzt zählen wir, die längste C-Kette hier hat 5 C-Atome. Deswegen haben wir dann hier ein Pentanal. Dann jetzt erstmal wieder nummeriert. Das unsere vorrangige Gruppe steht deswegen hier an erster Stelle. Deswegen nummerieren wir jetzt von links nach rechts. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und dann sehen wir, an zweiter Stelle haben wir jetzt hier die Funktionalgruppe des Alkohols. Also hier das Alkohol als Präfix mit Hydroxy. Dementsprechend 2, 3, die Hydroxy, denn, kann ich auch nochmal markieren, an dritter Stelle haben wir jetzt auch noch eine Hydroxygruppe, deswegen 2, 3 und dann die Hydroxy, weil zweimal und dann noch Strich 2 Ethyl, weil an zweiter Stelle haben wir jetzt noch eine Ethylgruppe, also einen Ethylrest, sehen wir hier, ein Alkylrest mit 2 C-Atomen ist dann ein Ethylrest, deswegen 2 Ethylpentanal. Das jetzt noch eine Sache dazu, dass eben verschiedene Aufgaben zur Beschriftung. Und jetzt verlinke ich hier noch meinen Physik, Mathe und Deutsch-Kanal. Da mache ich auch ein Lehrvideo, falls ihr Interesse habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und das war's dann damit zu diesem Video.